Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tokyo Mirage Sessions. Im letzten Part haben wir uns dem Bosskampf von Yashiros zweiter Charakterquest gestellt und heute schauen wir, wie das Ganze weitergeht und wie es ausgeht. Der Kampf war natürlich nicht ganz so spektakulär, aber wie schon gesagt, die ganze Thematik finde ich schon ziemlich cool. Oh, eine starke Bogenattacke. Oh, das ist auf alle. Das finde ich schon ganz praktisch. Ich glaube, ich werde den Angriff austauschen. Weil ganz ehrlich, so wichtig ist mir die Verwirrung eigentlich nicht. Und dann doch lieber ein bisschen mehr Schaden machen, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Yep. Genau, das ist gut. Der nächste, bitte. Ich hab schon... Wobei, darauf kann ich vielleicht verzichten, weil diese ganzen Sachen, dass man nicht einschlafen kann und nicht verwirrt werden kann und so, finde ich zwar sehr praktisch, aber du kannst sowieso nie alles haben und du wirst eh immer von dem Falschen getroffen. Höhere Crit-Rate ist schon schön. Ach komm. Nehmen wir mal. Das ist gut. Oh ja, das steigere ich auch sehr gerne. Und damit ist die Waffe auch fertig. Okay. Müssen wir am besten dann nach der Charakterquest mal durchgucken, weil ich glaube, jetzt kommen eh nur noch Gespräche. Resist Alec. Wenn es halt Nullify ist, ist es immer super praktisch. Aber wenn es halt nur Resistieren ist, kann ich, glaube ich, drauf verzichten. Das passt schon. Noch irgendwer? Oder sind wir durch? Wir sind durch. Okay. Dann schauen wir doch mal. Wir haben es geschafft, Yashiro. Was ist los? Als unser Timing perfekt wurde, dann waren es nicht die Schauspieler, die geschienen haben, sondern die Bühne. Dieses Gefühl. Das ist also die Kraft der Harmonie. Und des Weiteren. Das muss die Kraft der Freundschaft sein, von der ihr gesprochen habt. Sehr schön. Neues Performer. Und ich finde, das, was er gesagt hat, klang zwar erst so ein kleines bisschen seltsam, wenn man drüber nachdenkt. Klar ist es schön, wenn die einzelnen Schauspieler wirklich extrem gut sind und dementsprechend quasi strahlen auf der Bühne, um es mal so ein bisschen metaphorisch auszudrücken. Aber letztendlich glaube ich, wenn wirklich alle gut zusammenarbeiten, dann ist es die gesamte Komposition, die dann so ein bisschen strahlt. Und das ist, glaube ich, auch viel wichtiger, als wenn einzelne Leute wirklich herausstechen. Ja! Verstehe. Mit meinen alten Methoden hätte ich dieses Gefühl niemals erlangen können. Yumizuru Eleonora. Vielen Dank, Yumizuru. Und dir danke ich auch, Aoi. Ohne dich hätte ich dieses Resultat niemals erzielen können. Ihr zwei seid komplett aufeinander abgestimmt. Natürlich. Nun dann, lasst uns zurückkehren. Was ist los?
Nun, ich wusste gar nicht, dass du auch so ein Gesicht machen kannst. Ja, das steht ihm auch wesentlich besser, finde ich persönlich, als dieser kalte, abweisende, arrogante Blick, den er so oft hat. Also, das finde ich echt schön. Da geht mir so ein bisschen das Herz auf, wenn ich sehe, dass er so ein bisschen lächelt und ich sag mal, seine Augenbrauen nicht ganz so zusammengekniffen sind wie auf dem Avatar da unten zum Beispiel. Also ich finde, das steht ihm auf jeden Fall wesentlich besser, wenn er so ein bisschen fröhlicher und offener ist. Kann er gerne öfters haben. So. Dass Ellie das natürlich so offen zugibt, ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber die beiden sind auch ganz süß zusammen. Also ich finde immer noch, dass ich glaube, Kiria und Yashiro ein sehr süßes Pärchen abgeben würden, weil die ja beide eher so ein bisschen kalt sind und langsam auftauen und andere Seiten von sich kennenlernen. Aber ich glaube, Ellie und Yashiro, ja, zumindest in der Charakterquest machen die sich auch sehr gut zusammen. Okay, einmal kurz heilen, dann kann ich auch mal eben die Waffen wechseln, bevor ich das vergesse. Ich meine, ich habe ja noch welche. Ja, zwei, nee, eine, die habe ich ja auch schon. Okay, dann kriegst du die Lanze. Und dann kann ich noch mal ganz kurz, du hast schon 51... Nehmen wir mal Marmori mit dazu. Zack, zack. Muss alles seine Ordnung haben. Dann lassen wir das mal so. Ich meine, gerade Yashiro und Marmori können auf jeden Fall, was den Stage-Rang betrifft, noch ein bisschen zulegen, weil die nun mal auch erst später dazugekommen sind. Deswegen können die ruhig gerne mal an der Spitze stehen. Ich meine, in der Intermission werden wir sowieso nicht mehr kämpfen, klar. Aber fürs nächste Kapitel schon mal. Aber erstmal zu Tiki, dass die auch noch ein bisschen Screentime hat. Und dann schauen wir weiter. Performerが集まるミラクルステージ、ブルームパレスへようこそ! 新しいレディアントスキルが作れるようになったよ! Oh, Marmori sogar auch, aber gut, ist jetzt nicht ganz so wichtig. Performerが揃っていれば作れるよ。試してみてね! Gut, Radiant Unity bitte. Dann einmal Yashiro. Wo haben wir es denn? Da. Oh, das finde ich auch schön als Beschreibung. Quasi, wenn du Verbindungen zu anderen Menschen herstellst, sag ich mal. Also wenn du da Bande knüpfst, dass du dadurch eben dazu in der Lage bist, noch höhere Ziele anzustreben. Also es ist manchmal vielleicht gar nicht schlecht, Dinge alleine zu machen und so anzugehen, wie man eben möchte. Man darf das aber, glaube ich, nicht unbedingt auf andere Leute projizieren, weil jeder ist einfach anders. Und es ist absolut keine Schande, sich Hilfe zu holen oder zusammenzuarbeiten. Manchmal ist es auch einfach ganz, ganz wichtig, dass man das macht. Also ich finde, das Spiel thematisiert auf jeden Fall sehr schöne Dinge. Ja, dann wollen wir mal. Hitsuki ist ein neugieriger junger Mann. Durchaus. Niemand hat mir jemals wieder Worte gegeben, abgesehen von meinem Vater. Du kannst deine eigene Vorstellung von Perfektion einfach nicht loslassen, sagte er, oder? Diese Worte beschreiben dein altes Ich perfekt. Aber Itsuki hat mich davor bewahrt, mein Potenzial verkümmern zu lassen. Ich verspüre wieder mal Vorfreude. Weswegen? Um zu sehen, wie weit ich dein Potenzial noch bringen kann. Ja,
und du wirst es zusammen mit mir erleben. Anders ausgedrückt, du hast den besten Arena-Sitzplatz des Konzerts. Du solltest geehrt sein. Arena? Oder wäre dir ein Balkonsitzplatz lieber? Balkon? Ist doch egal wo. Halt einfach die Augen offen. Yashiro, wir sind uns wohl wirklich ziemlich ähnlich. Da wir nicht viele Worte verlieren, sind manche Situationen wirklich schwierig für uns. So wie jetzt zum Beispiel. もう母船が迎えに来たみたいだ。待て、かぐや君。あなた、私のことを守ってくれていたのに、ずっと疑ってて。だからその、ごめんなさい。お別れの言葉が謝罪なんて悲しすぎるよ。別の言葉がいいな。 じゃあ、 ありがとう、かぐや君。 月を見るときは、僕のことを思い出してほしい。僕がそこにいるから。 じゃあね、可愛い探偵さん。じゃあね、不思議な宇宙人君。 Kaguya-kun war Detektiv und ein Alien? Kaguya war also ein Detektiv und ein Alien? Ja, さすがにこの展開は読めなかったぜ。季節外れのUFOってそういう。 Das habe ich echt nicht kommen sehen. Deshalb nennt sich das Ganze also Out of Season UFO. どうよ、なかなかのもんでしょ? Ziemlich toll, nicht wahr? お見それいたしました。 Ich hab dich unterschätzt. Na, kakuyu atashi mo Yashiro no engi ni omisureしちゃってたん dakedo. Nun, wir sitzen wohl im selben Boot. Ich habe Yashiros Fähigkeiten definitiv auch unterschätzt. Sonyuka mo sukkoi ii funiki dashiteru shi. Hontou ni maruchi yo ne, anata tte. Das Lied im Hintergrund passt wirklich perfekt zur Szene. Du bist wirklich vielseitig talentiert, Yashiro. Ha, ich habe das Gefühl, ich verliere mein Selbstvertrauen. Es gibt keinen Grund, dich schlecht zu reden. Deine Schauspielerei war wirklich beeindruckend. Sie war mehr als passend für diese Szene. この挿入歌もお前とのレッスンの最中に着想を得て書き下ろしたものだ. Und ich habe den Text für das Lied im Hintergrund geschrieben, nachdem ich von unserem Training inspiriert wurde. Oh, so nano. Wirklich? Shazaishio, Yumizuru Ereono. Doyara orega machigatte iru yoda. Es tut mir leid, Yumizuru. Wie es scheint, lag ich falsch. Chōwa to wa, keshite nareai nado dewa naku,
表現者に必要不可欠なものだったのだ。Harmonie ist nicht irgendeine gemütliche Beziehung, an die sich Leute klammern, weil sie Sicherheit suchen. Sie ist eine Notwendigkeit für Schauspieler. Weißt du, ich... mir tut es auch leid. Ich ging einfach davon aus, dass du so viel besser bist als ich, und dann war ich mit mir selbst frustriert. Du bist nicht gut darin, dich auszudrücken. Aber du bist ein überraschend netter Typ. Ich hätte besser mit dir kommunizieren sollen. So, dann. Dakara, chanto hanashite oko. Yumizuru Eleonora. Das stimmt. Und deswegen muss ich dir etwas sagen, Yumizuru. Nani? Was denn? Omae no engi ni wa mada mada ara ga ooi. Ugoki ni muda ga aru. Yaku wo over ni tsukuru no mo warui kuse da. Naose. Deine Schauspielerei beinhaltet noch viele Fehler. Zum einen bewegst du dich zu viel. Zum anderen ist es eine schlechte Angewohnheit, von dir zu übertreiben. Arbeite daran. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Du bist wirklich eine furchtbare Person. Kannst du der Atmosphäre keine Beachtung schenken? Hättest du dir wirklich einen besseren Zeitpunkt dafür aussuchen können, du Idiot. Warum ist sie böse? Yashiro, es war so eine schöne Atmosphäre. Jeder hatte sich lieb, jeder hat sich gelobt gegenseitig, alles war super. Das wäre so der perfekte Moment gewesen für eine Confession-Szene oder sonst was, aber nicht um ihr zu sagen, was sie falsch macht. Tja, was ist los, Mr. True Artist? Hast du nicht kommen sehen, ne? Doした, Ichiryu? Ich muss wohl noch viel lernen. Tokoro de Aoi Itsuki. Konkai no koto wa sewa ni natta na. Aoi, ich schulde dir was. Omae no kotoba wa naze ka ore no honemi ni shimiru. Aus irgendeinem Grund treffen deine Worte bei mir genau den richtigen Akkord. Jetzt übertreibst du aber. Das gilt auch für das, was im Studio vorgefallen ist. Du bist der Erste seit meinem Vater, der so direkt mit mir ist. Das war einfach aus dem Moment heraus. Das muss ziemlich respektlos geklungen haben. Tut mir leid. Ja. Sono okage de ore wa hitori de wa zettai ni kizukenai mono ni kizuku koto ga dekiru you natta. Nein. Nur dank dir konnte ich etwas erkennen, was ich selbst niemals herausgefunden hätte. Leoi. Aoi Itsuki. Vielen Dank, Aoi. Und damit haben wir die zweite Charakterquest von Yashiro auch erfolgreich abgeschlossen. Schön. Oh, sogar noch gut gelevelt. Das nehme ich auch sehr gerne. Einmal Level 54, Level 51 und Stage Rang 11. New Awakening. Ja gut, ich glaube, ich weiß auch, wann seine dritte Charakterquest potenziell freigeschaltet werden könnte. Die Sache ist, den Ort dafür haben wir noch nicht besucht. Level 52 und 51 und 51. Meine Güte, und 52? Alles klar. So. Oh, neue Special Performance, sehr schön. Ich glaube, ich mag auch die Special Performances echt lieber, weil ich die halt besser kontrollieren kann. Aber ja, hätten wir das auf jeden Fall auch. Also ich hatte ja schon gesagt, die ganze Thematik finde ich unglaublich gut. Und der Bosskampf war eher so, naja, der war ein bisschen langweilig. Aber diese Szene mit Ellie fand ich irgendwie total toll, also die TV-Serie, weil man wirklich mal so eine extrem weiche Seite von ihm gesehen hat. Also das traut man ihm eigentlich gar nicht so zu.
Und ich finde halt auch, das Lied, was im Hintergrund läuft, das ist auch ein Lied von Yashiro. Dafür gibt es leider keinen eigenen Auftritt oder so. Es ist quasi der zweite Song von Yashiro in Tokyo Mirage. Aber ähnlich wie bei Masquerader, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, auf jeden Fall bei Thomas dritter Charakterquest, da lief ja auch im Hintergrund noch ein Song, der eben von Thomas gesungen wurde. Es ist halt eher so dezent im Hintergrund jeweils, was ich ein bisschen schade finde, weil ich mochte halt Black Rain so gerne und deswegen nochmal vielleicht so einen richtigen Auftritt zu haben für den zweiten Song wäre ganz cool gewesen, gerade weil es so eine komplett andere Seite zeigt. Black Rain war total schnell und richtig geil inszeniert, für mich jetzt. Und dieses andere Lied von ihm, was wir gerade kurz gehört haben, ist eher so ein bisschen sanft. Könnt ihr euch ja gerne mal die Vollversion davon anhören, die gibt es bestimmt irgendwo. Bin ich mir ganz sicher, dass man die finden kann. Ist auf jeden Fall auch ein sehr schönes Lied, finde ich persönlich. Und passt auf jeden Fall sehr gut zu der Szene. Nur, er fühlt sich halt im Fettnäpfchen schon teilweise sehr wohl. Achso, ihr habt sowieso jetzt auch schon 51. Ja gut, dann lassen wir das so. Heißt, im nächsten Part können wir mit dem nächsten Kapitel weitermachen, mit Kapitel 6. Da wollte ich noch einmal kurz hin, nach Kostümen gucken, bevor ich nämlich dann aufbreche. Da gibt es einiges zu tun. Also im Rahmen von Kapitel 6 können wir natürlich auch noch Sidequests machen, also ist jetzt nicht so Intermission vorbei, Point of No Return. Also es gibt dann auf jeden Fall noch die Gelegenheit, die anderen beiden Charakterquests zu machen, eben die von Tiki und von Yashiro. Muss ich mal gucken, wann ich die mache. Am besten zusammen, dass es nicht so extrem aus dem Kontext gerissen wird. Aber die werden wir auf jeden Fall noch machen. Dann überhaupt jetzt erstmal irgendwie ins Cosmic Egg rein, weil, ne, er stand ja auch schon vorm Cosmic Egg und ist dann da reingelaufen, der liebe Ganef, also, ne, dass wir da auf jeden Fall gucken, dass wir da irgendwie reinkommen. Das wird vielleicht auch nicht ganz so einfach. Ja, dann der Final Dungeon, die letzten Charakterquests. Ich glaube, da haben wir echt noch einiges vor uns. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich auch sagen, ach, die letzten beiden muss ich jetzt nicht machen, wenn man die schon im Rahmen der Intermission nicht machen kann. Aber zum einen ist die Belohnung super und zum anderen, wenn schon, denn schon. Du hast nach wie vor nur dein Schuloutfit, aber ich kann jetzt fast alle Schuloutfits kaufen, was richtig cool ist. Sprich, ich werde auf jeden Fall, der Final Dungeon ist lang, irgendwann mal alle ins Schuloutfit packen. Das finde ich einfach zu lustig. Und ich meine, Tsubasa hat ihr es ja standardmäßig. Gut, Maru hätten wir noch. Das eigentliche Bikini-Outfit, was es hier ja nicht gibt. Und das, was ich so gerne hätte, wenn sie nicht einfach weiß angemalt wäre. Da haben wir das Schuloutfit. Da haben wir sowieso alles. Da muss ich halt echt mal gucken, was ich Kiria anziehe, weißt du? Alle dann so in ihrer Schuluniform. Vielleicht kriegt sie einfach ihr Katzenoutfit. Aus Prinzip. Passt auch zur Schule. Gut, Ellie hat ihr es auch. Marmoris können wir jetzt auch kaufen, weil sie aber Tunnel Home das anhatte. Komm, nehmen wir mal. Noch nicht. Dann haben wir Yashiro. Das ist ja okay, also das Outfit mag ich ja sehr gerne und auch Dark Yashiro. Das hier wiederum, nein. Aber das Schuloutfit hätte ich gerne. Es ist halt auch nicht so spektakulär für den Kampf, das gebe ich zu, aber ich finde das so lustig, wenn einfach alle in ihrer Schuluniform da stehen. Ich weiß nicht, das, egal wer die Session macht, jeder hat die Schuluniform an, außer Kiria. Finde ich ein bisschen schade, dass die keine hat, das wäre auch noch ganz schön gewesen. Zumindest so im Rahmen von einer Rolle. Aber nun gut. Dann überlege ich gerade. Ich glaube, ich lasse aber, lasse ich die Outfits, die sie aktuell haben, oder wechsle ich die nochmal? Ist ja auch egal. Also die Outfits sind ja sowieso das kleinere Übel. Auf jeden Fall können wir im nächsten Part mit dem 6. Kapitel weitermachen. Da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Da wird einiges kommen. Also spannende Story. Das Spiel ist zwar nicht so storylastig, aber gegen Ende ja auf jeden Fall mit dem Shadow Dragon und der Oper der Schatten. Sehr viele Bosskämpfe. Und ein sehr, sehr großer Final Dungeon und was alles noch so drumherum kommt. Und gerade auch die dritte Charakterquest von Yashiro finde ich extrem gelungen. Und die dritte von Tiki. Die gehen mir beide so ein bisschen nah. Also ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Und ich meine, wer 120 Parts mit diesem Projekt verbracht hat, der kann sich, glaube ich, die letzten 20, 30 Parts auch noch geben. Aber gut, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Tokyo Mirage Sessions. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute!